Ja, willkommen zurück bei The Legend of Zelda Skyward Sword. In der letzten Folge sind wir in diesen Tempel im Erdland schon mal vorgedrungen. Und wir haben eine Aufgabe gekriegt, und zwar Zelda zu finden. Die wäre wohl hier im Wald von Firone, wenn man durch diese Tür hier geht. Ja, und da wären auch ein paar Monster, und da versuchen wir uns jetzt denen zu stellen quasi. Also geht's jetzt mal weiter. Gesetzt, damit wir wissen, wo wir hin müssen. Mal gucken. Da vorne leuchtet's. Ne? Da müssen wir hin. So. Ja, mal gucken. Wie friedlich der Wald hier ist. Das sind böse Buben, oder? Das ist ein Gorone, der wird angegriffen. Ihr fiesen Bieser, lasst mich in Ruhe. Kann man nicht zulassen, ja. Danke für deine Hilfe. Ihr habt was fallen lassen. Kriege ich das noch? Ich brauche das Herzteil. Oh. Wo kommen die roten Kerle her? Früher haben sie sich in diesem Wald jedenfalls nicht rumgetrieben. Und so einen wie dich sehe ich heute schon zum zweiten Mal. Was ist das nur für einen Tag? Zum zweiten Mal? Naja, als Dank für deine Hilfe erzähle ich dir was Interessantes. Hey! Ich studiere hier in diesem Wald die Geschichte des Altertums. Darf ich mich vorstellen? Ich bin Marugo, ein Gorone. Den alten Schriften zufolge liegt irgendwo in den Wolken die Insel der Göttin. Ja, irgendwo. Diese alten Statuen dienten angeblich einst dazu, zu dieser Insel der Göttin in den Himmel aufzusteigen, von dort wieder zurückzukehren. Wenn du eine davon findest, solltest du sie auf jeden Fall untersuchen, da dir die Statuen als Anhaltspunkte dienen. Das ist wirklich praktisch. Und diese Statue hier hat angeblich die besondere Kraft, all die anderen Statuen, die es hier gibt, zu erwecken. Es mag wie ein Märchen klingen, aber ich glaube daran. Wie könnte man sonst den Umstand erklären, dass sie überall in dieser Welt verstreut herumstehen? Langweile ich dich mit meinen Erzählungen oder willst du mehr hören? Gern mehr. Oho, kennst du auch die alten Legenden? Ich kann dir von ihnen berichten. Man sagt, die Bewohner der Insel der Göttin flögen auf Vögeln durch die Lüfte. Ein friedliches Inselreich, dessen Bewohner der Göttin treu ergeben sind. Ich glaube wirklich, dass uns diese Kultur um einige Felslängen voraus ist. Aber halt, das ist doch nicht alles. Das wirklich Interessante kommt erst noch. Da die Göttin selbst diese Insel erschaffen hat, ist sie voller Dinge, die uns hier unten wie Wunder erscheinen mögen. Alle Gebäude dort sind aus massivem Gold. Heiliges Wasser fließt aus nie versiegenden Quellen und wer es trinkt, wird ewig leben, heißt es. Die Früchte der Bäume heilen alle Krankheiten und die Kürbisse auf den Feldern werden nie schlecht. Unzählige Blumenarten sollen dort wachsen. Es ist dort weder heiß noch kalt, sondern man lebt in einem ewigen Frühling. Dies ist die Insel der Göttin. Was meinst du, ist da nicht steinhart? Willst du noch mehr hören? Was meinst du? Immer her damit. Achso, dann hat also auch dich das Inselfieber gepackt, was? Ich würde dir ja gern mehr erzählen, aber dafür muss ich zuerst noch weitere Nachforschungen anstellen. Beim nächsten Mal, ja? Okay. Ich will jetzt das Herz und den Rubin aufheben. Oh. Oh. Was hast du getan? Das ist ja unglaublich. Die Statue hat geleuchtet, als du dich ihr genähert hast. Das ist wirklich einmalig. Schnell, bevor es verschwindet. So. Da kann man hochkrabbeln. Da gibt es eine Höhle. Untersuchen. Tempel des Siegels, Hintereingang. Ins Wolkenmeer, speichern. Brauch jetzt erstmal nicht speichern. Zurück. Hast du noch was? Ich wollte dich eigentlich fragen, ob du noch was sagen willst. Hey. Ich werde nun noch etwas diese Statue untersuchen. Okay, untersuch die mal noch ein Stück. Da geht's in die Höhle und da geht's weiter. Ich guck erstmal in die Höhle. Wir wollen ja alles untersuchen. So, wo sind wir denn hier?
Ach so. Da kommen wir wahrscheinlich dann später hoch an dieser Stelle wieder. Wenn wir das wollen, ne? Das ist eine Abkürzung sozusagen, die wir jetzt geschaffen haben. Jo. So, hast du alles untersucht, was du wolltest? Hey. Nee, hast du noch nicht. Okay. Jetzt mal gucken, von wo wir kamen. Das ist mir nämlich gar nicht ganz... Ich glaube, hier geht's weiter. Denn hier waren wir noch nicht. Ach doch, hier waren wir. Hier sind wir runtergesprungen. Können wir aber mal hier um die Kurve gucken, wo möglicherweise noch was versteckt ist. Verzeihung, ich wollte eigentlich den Schmetterling jetzt nicht... Was ist da? Eine kleine ein kleiner Schmetterlingsgeist. Aber so, dann gehen wir hier weiter. Wir müssen ja in Richtung dieser leuchtenden Geschichte davon, ne? Oh. Gebieter, nachdem du Zugriff auf die Steinstatue erlangt hast, ist es dir nun möglich, ins Wolkenmeer zurückzukehren. Ich bin doch gerade erst angekommen. Außerdem kannst du mit Hilfe eines bestimmten Amiibo von jedem Ort im Erdland ins Wolkenmeer aufsteigen und wieder an den Ort zurückkehren. Bitte rufe mich, wenn du das Amiibo verwenden möchtest. Ja, das ist das Zelda-Amiibo mit Wolkenvogel. In den Optionen kannst du die Nutzung von Amiibo aktivieren oder deaktivieren. Option, ne? War das nicht hier? Genau. Erstmal zurücksetzen, den Gyrosensor. So, Option. Amiibo. Rufst du Pfeil, verwendest im Erdlein ein bestimmtes Amiibo, kannst du von jedem Ort im Wolkenmerk zurückkehren. Möchtest du die Nutzung aktivieren? Klar. So, zurück. Und nochmal zurück. Nichtsdestotrotz, wir sind ja gerade erst angekommen. Ich glaube, das müssen wir noch mal ein bisschen schieben hier. Ist das da oben schon mein Leuchtsignal, was ich gesetzt habe? Muss ich doch mal auf die Karte gucken. Tatsächlich, ich bin da. Und nu? Was mache ich denn hier? Da ist wieder so eine Statue. Jetzt Gebieter, wir sind im Wald von Firone angekommen. Ich weiß. Oh, das sieht ja ganz schön... Wald von Firone. Um diesen riesigen Baum herum gedeiht ein prächtiges Land. Alle möglichen Lebewesen haben hier ihr Zuhause gefunden. Oh, Wald von Firone. Ganz schön groß. Okay. Da bin ich. Ich fühle, dass auch Zelda sich irgendwo hier aufhält. Okay. Ich schlage vor, sie mit der Aurasuche aufzuspüren. Ja, machen wir gleich. Jetzt gucken wir erstmal. Da ist wieder so eine Statue. Da kommen wir her. Gut, dann Aura suche. Erstmal ein bisschen Gras schneiden vielleicht. Ne, manchmal hilft das ja. Aura suche, dann gucken wir mal. Da. Da gehen wir noch ein Stück vor. Na, wahrscheinlich müssen wir erstmal über den Abgrund, ne? Über den Abgrund. Ich würde mal springen und versuchen. Was? Okay. Dann machen wir nochmal die Aurasuche jetzt. Immer noch in der Richtung, da ist wie ein Käfer, ne? Das ist für ein Kaktus hier. Explodiert er? Puff. Da
Das sind wieder Bockblinz. So, jetzt sind wir mit den Herzen voll. Was habe ich jetzt? Ein Schädel? Du hast einen Schmuckschädel erhalten. Diese Nachbildung des Schädels ist das Symbol der Bockblinz. Okay. Immerhin. So, was ist denn mit dir hier? Na? Was? Warum ist es plötzlich so ruhig? Jetzt auch noch einer in grün. Ich bitte dich, verschone meine Wenigkeit, bitte. Da lang ist er gelaufen. Das ist wieder ein Baumstamm. Naja, ich gehe auch in die Richtung. Ne? Wahrscheinlich, kann ich auch mal gucken. Ne? Naja, ist wahrscheinlich noch zu weit entfernt. Nützt noch nichts. Also hier irgendwo nah dahinter. Achso, wie sind da hochgekommen? So. Wieder. Tut er doch gar nichts. Riesige Pilze. Er zeigt doch auf den. Das ist doch nicht Zelda. Na gut. Mal gucken. Gar nicht lange Fackeln. So. Hinter dem Pilz, okay. Mach doch nicht so einen Aufstand. Also noch Stücke geradeaus. Schön, dass er die Pflanzen, ne? Da hinter dem Baum, ne? Warum taucht denn der auf, wenn ich nach Zelda? Jetzt habe ich dich aber. Wie? Du hast mich schon wieder aufgespürt? Ich? Wie? Du machst ja gar nichts. Und eigentlich hast du es ja vorhin den roten Kerlen gezeigt. Macher, das ist mein Name. Danke dir, Bruder, dass du Macher gerettet hast. Das hätte Macher dir gar nicht zugetraut. Da fällt Macher ein, gerade erst vor kurzem war hier eine, die so ähnlich aussah wie du. Zelda? War das etwa eine Freundin von dir? Das war ganz schön übel. Sie wurde plötzlich von den roten Kerlen angegriffen und ist dann mit unserem Häuptling geflohen. Aha. Gebieter, ich habe neue Informationen zu Zelda. Es scheint, als sei Zelda von den Bösen angegriffen worden und nur knapp entkommen. Die Lage ist sehr ernst. Maras Position wurde markiert. Sieh sie dir auf deiner Karte an. Dieses Lebewesen hat Zelda getroffen, daher habe ich ihre Aura wohl hier gespürt. Auch der Häuptling der Kyo,
der gemeinsam mit Zelda geflohen ist, hat mit einer Wahrscheinlichkeit von 85% auf die Aura-Suche reagiert. Ich empfehle, weiter nach der Aura Zeldas zu suchen. Ah, hat das Macher erschreckt. Du hast schon komische Freunde. Wenn du deine Freundin auf uns und unseren Häuptling findest, dann sag ihnen, dass es Macher gut geht. Macher ist sich absolut sicher, dass die beiden zusammen sind. Ah, wenn das mal stimmt. So, wo kann man jetzt eigentlich her? Hier kann man erstmal wieder einen Baumstamm runterschmeißen. Da will ich bestimmt dann... Das ist wieder eine Abkürzung. Achso, ne, ich will nicht hier drauf. So. Genau. Und da unten waren wir schon mal. So. Dann müssen wir halt nochmal weiter Aura suchen, ne? Der Macher ist jetzt nicht kein Auslöser mehr. Okay. Da hinten. Okay, da gehen wir dahinter. Ja, lass mich doch hoch. Was ist denn da? Ach, so eine Statue. Jetzt schon zu weit gegangen. Einmal. Gucken wir mal hier. Okay, also müssen wir hier hochsausen an der Pflanze da vorbei. Also dann los. Ja, ja, lass mich doch in Ruhe. Jetzt wieder mit Schwung hinauf. Das zur Erholung. So, was liegt denn hier mitten auf dem Weg? Du hast einen Bernstein-Halbmond erhalten. Niemand weiß, wie dieses bernsteinfarbene Kleinhund seine endgültige Form erhielt. Ah, finden allerhand, ne? Sehr gut. Und dann gucken wir jetzt mal wieder, in welche Richtung denn gesucht werden soll. Nirgendwo? Ah, na gut, dann gehen wir erstmal weiter und gucken um die Kurve. Findest du wohl, hier so anzuschleichen. Da ist noch einer. Baumstamm im Wasser. Kann ich mich an den Bockblin anschleichen? Okay, das ging. Da ist ein Seil. So geht's nicht. Jetzt muss man erstmal weiterlaufen. Jetzt mal hier das wieder aktivieren. Ist noch so ein Bernstein-Ding erhalten. Okay, da oben müssen wir erstmal frei machen. Das wäre da wieder so ein Ding. Ich
Macht mein Schild nicht kaputt, das ist schon zur Hälfte nieder. Da liegt doch noch sowas. Was immer die Dinger bringen, weiß ich jetzt noch nicht. Gucken wir erstmal von oben. Also hier kann ich wahrscheinlich dann drüber schwingen oder so, ne? Ich kann ja mal von hier aus. Da! Das ist. Das ist braune da. Das ist es. Komm, das Herz. Obwohl, das brauchen wir gar nicht. Nee, hochklettern kann ich nicht. Ich muss das losschneiden und dann kann ich es wahrscheinlich verwenden. So, wer bist denn du hier? Ah, Räubos. Hohoho, kennst du mich? Ich bin Räubos, der Häuptling der Kyu. Du hast es tatsächlich geschafft, meine perfekte Tarnung zu durchschauen. Ich bin beeindruckt. Wer so etwas schafft, hat ein Anliegen. Was ist deins? Nach Zelda fragen. Zelda? Ach, meinst du etwa das Mädchen mit den blonden Haaren, das dir etwas ähnlich sieht? Sie war bei mir. Allerdings habe ich im Moment gar keinen Kopf für sowas. Der Wald ist voller Monster und zwielichtiger Gestalten. Ich sorge mich um die Angehörigen meines Stammes. Was? Bist du etwa Mitgliedern meines Stammes begegnet? So, so. Macha geht's also gut. Aber noch ist der Wald voller Monster. Ich kann hier nicht weg. Tut mir leid, aber drei meiner Gefährten musst du noch finden, um mich zu beruhigen. Vielleicht fällt mir dann wieder ein, was mit deiner Freundin geschehen ist. Der Häuptling ist leider nicht mehr in Zeldas Nähe, aber ich bin sicher, dass er etwas weiß. Wenn du die versteckten Kyus suchst, besteht eine Wahrscheinlichkeit von 85%, dass du von ihm etwas über Zelda erfährst. Ich habe die Präsenz der Kyu zu deiner Aurasuche hinzugefügt. Ah, okay. Soll ich dir erklären, wie du das Ziel deiner Aurasuche festlegen kannst? Kannst du nochmal machen, ich weiß nicht mehr. Wenn du nach oben drückst, bekommst du mögliche Ziele deiner Aurasuche angezeigt. Wähle das Ziel, okay. Lass dann los. Alles klar. Bereits gefundene Kyu sind auf der Karte markiert und werden von der Aurasuche nicht mehr erfasst. Wir gehen jetzt mit der Suche. Na gut, dann suchen wir jetzt die lustigen Waldbewohner. Gehen wir mal in Richtung von dem Baum da. Da ist doch einer. Nee, das ist der, den wir schon kennen, oder? Macha, unserem Häuptling geht's gut und er war gar nicht so weit weg. Das ist Musik in Machas Ohren, aber deine Freundin war nicht bei ihm. So ist es. Da ist noch so ein Bernsteinteil. So, jetzt machen wir nochmal diese Suche an. Ah, wie komme ich denn das? Da dahinter, oder? Na toll. Kriege ich das auf? Ich habe keine Bomben. Ich
Möglicherweise dahinter. Weiß nicht, das bringt nichts. Ah, das ist das, wo man gerade herkam, ne? Die Höhle. Oder was das ist. Ja, irgendwie dahinter. So geht es also auch. Ich hatte leider gerade den Fokus verloren. Ich habe gar nicht gesehen, was ich gemacht habe, weil ich aus Versehen meinen Fernseher umgeschalten habe. Deswegen muss ich jetzt mal wieder ein paar Herzen suchen. Deswegen war der Kampf jetzt einfach nur blind. Deswegen wäre es aber trotzdem gut, wenn die paar Herzen hinterlassen würden. Haben sie aber nicht. Diese deine Herzen haben sich dramatisch verringert. Ich rate dir dringend, Heilmaßnahmen zu ergreifen. Naja. Ich wollte gegen den Baum rennen und hoffen, dass was runterfällt. Nee. Naja. So, jetzt muss ich erstmal wieder hier dieses Ding mal anmachen. Okay, das ist doch mein Hinweis. Komm ich nicht hoch? Hey du, du bist doch so ein Typ. Komm. Na gut, wir identifizieren dich mal mit. Hey du. Mach hier mal alles
jetzt. Da sucht man sich so ein tolles Versteck, aber trotzdem gefunden. Mein Name ist Zenbuli. Und Zenbuli ist fast so gut im Verstecken wie unser Häuptling. Fast. Und Zenbuli dachte, er habe endlich das perfekte Versteck gefunden. Wieder nix. Aber unseren Häuptling hast du ja auch gefunden. Du bist wirklich ein Meister im Aufspüren, Fremder. Ja, bin ich wohl. Was ist denn hier damit? Das ist auf der anderen Seite gewesen, ne? Kriege ich trotzdem nicht weggesprengt, weil ich noch nichts zum Sprengen habe. Was wollen denn die da drüben? Da muss ich mich wahrscheinlich auch drum kümmern. Irgendwo Herzen versteckt? In Not haben wir ja unseren Trank. Diese Raben. Erstmal um so einen Raben kümmern. Der hat Kacke auf mich draufgeschmissen. Wir kriegen die Kacke wieder weg. Okay. Da verliere ich also Ausdauer. Dann komm her. Wasser, wenn wir lang schwimmen. Da oben. Ah, das ist wieder so ein Vogel. Sehr gut. Von hier aus hast du einen freien Blick. Ich empfehle dir, Kyo von hier aus mit der Aurasuche zu erspüren. Von hier aus. Na gut, ein guter. Da drüben scheint auch eine Kiste zu sein, ne? Da drüben. Das ist näher. Also dann lieber müssen wir irgendwie. Wie komme ich denn da hin? Sicher erstmal hier weiter. Nee, das so komme ich da nie hin. Aber wie komme ich denn da hoch? Ha!
Da ist ein Durchgang. Achso, da oben. Gut, dann gucken wir erstmal mal, welche Richtung. Da geradeaus muss was sein. So, mal. Ziehen so viel ab. So, gucken. Erstmal ausrichten, Hilfe. So. Also das ist der Chef. Muss ich wahrscheinlich das Loch hier springen. Jo. Jo. Ist hier durch? Ah, komm mein Guter. Aufheben, genau. Du darfst mich nicht essen. Komm, wo ist nicht viel völlig geschmacklos. Renn lieber weg. Was? Unser Häuptling hat sich Sorgen gemacht? Es geht ihm also gut? Mein Name ist Kombu. Schön, oder? Sag mal, kannst du unseren Häuptling ausrichten, dass es Kombu gut geht? Die Gefahr scheint hier noch nicht vorbei zu sein. Kombu geht lieber mal wieder auf Tauchstation. Okay, Kombu. Jetzt brauchen wir nur noch den letzten von den Freunden hier. So. Welche Richtung? Ganz grob wieder zurück, also wir müssen auf jeden Fall wieder zurück. Aber ich will nicht hier runterspringen, da würde ich lieber seitlich. So, und jetzt? Da hinten irgendwo. Ach, das ist wieder das hier. Kann ich eigentlich schon schwimmen? Nee, da brauche ich wahrscheinlich erst noch. Items. Oh, ich kann doch gar nicht mehr stinken. Ich habe doch die Kacke abgeschüttelt. Das ist die Kacke am Dampfen sozusagen. Da
Da oben ist so eine Pflanze, da müsste ich irgendwie da oben rauf, ne? So, jetzt geht es wieder besser. Da kann ich oben rauf. Da oben mache ich nochmal unseren Check. Jedenfalls dort ein Herzteil. Irgendwie funktioniert es gerade nicht. Ich muss mal den Gyrosensor neu ausrichten. So. Na komm, du bist doch gleich oben. Herzteil, wunderbar. Und ich habe gleichzeitig aufgeladen. So. Aber wie komme ich da hoch? So, jetzt können wir nochmal gucken hier mit dem Sensor. Da. Sensor mal neu aus und noch zoomen wir es mal. Komm wieder rüber. Hoffentlich wachsen die wenigstens nicht nach. Hey, war denn das? Okay. Also, wir mussten zum Chef. Und den Chef haben wir leider nur auf die andere Art erreicht, indem wir wieder hinübergeschwommen sind. Oh, jetzt bin ich gespannt. Wenn die zwei Explosivdinger wieder nachgewachsen sind. Eins ist noch dran, kann sein, dass ich die Runde nochmal mache. Ich wäre gerade tot gewesen. Ist das Herz wenigstens nach unten mitgefallen? Ja, da kommt's geschwebt. Komm. Also einmal nochmal die Runde. So, jetzt bin ich gespannt. Na komm, 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 komm. Oh.
Na komm, du hast es doch gleich. Ja, so, jetzt mal gucken. Ach, da sind wieder Bockblinz. Ich mal gucken will. Ach, da ein Baum, ich sehe was. Okay. Der will den auch erwischen. Ja, das werden wir gleich lernen. Oh, Mist. Uff. Hallo. Du hast die roten Kerle weggeputzt. Bist du etwa einer von den Guten? In diesem Fall könntest du Mugi gleich mal helfen. Mugi steckt ja nämlich fest. Kannst du Mugi helfen? Gibt eine Hilfe. Wahrscheinlich einfach zu schießen habe ich ja noch nichts. Es wird einfach mal gegen einen Baum rennen, oder? Ich könnte jetzt Pfeil im Rad fahren, aber ich versuch's mal gegen Baum rein. Ja. Autsch, autsch. Aber trotzdem danke. Was? Unser Häuptling hat sich um Mugi gesorgt. Irgendwie rührt das Mugi, ja. Mugi, das ist natürlich mein Name. Wir nennen uns alle bei unserem Namen, das ist viel persönlicher. Sagst du dem Häuptling, dass es Mugi gut geht? Bin noch etwas schwach auf den Beinen, aber es wird schon wieder. Die Aurasuche erfasst keine relevanten Ziele mehr in dieser Gegend. Ich empfehle, zum Häuptling zurückzukehren, mit ihm zu sprechen. Ah, das hätte ich erst so gemacht, danke trotzdem. Hey, was soll das? Erschreck doch Mugi nicht so. Ja, ich versuche in Zukunft Mugi nicht so zu erschrecken. So. Ist ein Haufen Herzblumen. Ich will nochmal gucken, wie ich hier wieder zurückkomme. Ein Seil, da kann ich bestimmt hochklettern. Genau. Gerade so. So, hätten wir den Zugang auch freigelegt. So, jetzt muss ich nur zum Chef wieder zurück, ne? Da bin ich hier falsch eigentlich. Naja, einmal rum. Du musst gleich mal mit schwimmen. Oh! Okay. So. Wo war jetzt der Häuptling? Da ist der Häuptling. Ist wieder einmal rum, ne? Ja, da ist der Wasserfall. Okay, langsam kennen wir uns hier ein bisschen aus. Also, nix wie zum Chef. Hat ja ein bisschen lange gedauert, den letzten zu. Eventuell schneide ich das ein bisschen zusammen beim letzten, weil den habe ich ewig gesucht. So, also. So, es geht also allen gut. Das hört man gern. Vielen Dank, du unermüdlicher Aufstöberer. Dann verrate ich dir als Dank, wo deine Freundin hingegangen ist. Dieses Mädchen namens Zelda hat gesagt, dass es in den Tempel am Ende des Waldes gehen müsse.
Ich habe ja noch versucht, sie davon abzuhalten, aber sie ist auf meinem Rücken geklettert und ab in den Tempel. Oh. Ja, da kam ich ja nicht rein, weiter. Ne? Wenn du da hinten weiter gehst, wirst du auf deinen einen Tempel stoßen. Allerdings wimmelst du dort von Ungeheuern. Nun denn, du hast meine Gefährten aufgespürt, dafür gebührt dir Dank. Einen Moment, Entschuldigung. Was tust du? Oh! Soll ich da jetzt raufklettern? Die Schleuder erhalten, verschieße mit ihr Deku-Kerne, um deine Gegner zu betäuben. Cool. ZR. Ja, ja, ich probier's ja schon aus. Abfeuern, ZR. So, okay. Gibt's hier noch ein lohnendes Ziel? Ne? Damit sollst du in der Lage sein, in den Tempel zu gelangen. Ah. Warum versuchst du nicht gleich mal diese Ringelranke dort anzuvisieren? Drücke zuerst ZR, um die Schleuder zu zücken, dann halten und ZR, ZR, wie wir es gerade gemacht haben. Wenn du keine Munition mehr hast, kannst du die Kerne dieser Bäume hier aufsammeln. Sieh zu, dass du deine Freundin bald findest, mein Kleiner. Na gut, da gehen wir ein bisschen näher ran. Dann machen wir ZR. Das hat schon mal geklappt. So, dann schwingen wir uns jetzt hier rüber. Das war quasi eine Abkürzung. Oh, das ist wieder so ein Stinkevogel. Brauchen wir, glaube ich, dann irgendwann einen Greifhaken. Also, zum Tempel, ja? Ging's doch hier durchs Wasser, ne? Jo. Genau. Hab zwar noch nicht, aber ich habe mich nicht so genau umgeguckt, ob da ein Ziel zum Runterschießen. Wow. Deko-Kerne. Ah, da ist das schon was. Wald. Okay, da sind wir jetzt. Scheint nicht ganz so unübersichtlich zu sein, wie das, was wir vorher hatten. Da kommen wir. Ah!
Hufe. Haben die mir jetzt die ganze Zeit hinterher gefahren? So, jetzt muss ich wieder über. Die entfernen. So, jetzt muss ich da irgendwie rüber, ne? Nicht so ohne hier. Ja. Falsche Taste, ich hab B gedrückt. Also nochmal. So geht's auch. Mal sehen, wo es hier hingeht, ne? Ah, wieder mal eine Abkürzung. So. Da oben sind Corona. Ganz schöner Abgrund hier. Ah, oh. Haben sich aber was Verzwicktes einfallen lassen, ne? Um hier rüber zu kommen. So eine Geschichte. Na, das wird ja ganz toll. Na, komm rüber. Uah, nicht das. Ja, machen wir mal die Sprengdinger weg. Sag bloß, die bleiben an dem nicht haften. Das ist ja unfair. Aber wenn ich dem jetzt auch noch auf dem Seil begegne. Sauren Apfel muss ich heißen. Oh.
Ja. Oh. Na komm, na, so. Ah, fast jetzt geklappt. Oh. Oh. Ja. Ah, da hat man nicht solche Früchte. Hier sind Deko-Kerne. Hast 5 Deko-Kerne erhalten. Okay, wunderbar, die kann ich verschießen. So, wo wir jetzt hier sind, tief im Wald, dann war es das für heute gewesen. Beim nächsten Mal gehen wir weiter zu dem Tempel. Bin ja gespannt, wie es hier weitergeht. Bis zum nächsten Mal, sag ich. Tschüss, macht's gut, euer Astronier. Tschüssi.